Ab, weil die brauchen wir nicht mehr, weil wir haben ja schon das Pokémon, das vor allem einfach, wir haben ja schon ein Pokémon, das vor allem eins kann. So, Pikachu. Erstmal lagern wir vor allem eins. Und TM 24 und TM 42. Nein, ich wollte das Fahrrad nicht lagern. Nein. Den Altbärenstein brauchen wir nicht. Den Mondstein brauchen wir nicht. Vor allem 5 brauchen wir jetzt auch nicht, weil wir haben ein Pokémon, das Blitz kann. So, holen wir uns erst einmal unser Fahrrad wieder. Oh, wir haben ja viele Items. Die meisten davon sind TMs. So, Pikachu, bist du jetzt glücklich? Yay! Yay! Und hier ist noch eine Göre, die müssen wir auch noch klein kriegen. Jedes Mal, wenn ich in einer Pokémon-Arena gekämpft habe, wurde ich besiegt. Auch gegen Rocco. Schlampe. Sag mir deine Pokémon. So scheiße können sie gar nicht sein. Ja, Pummeluff Level 20. Also damit hättest du... Ja, Rocco... Na, Stein. Misty, schwierig. Hat 20er Pokémon. Okay, das ist mir so aufwendig. Rutenschlag erst einmal. Autsch! Albino Pummeluff. Okay, dann nochmal Rutenschlag. Uiuiui. Okay, Tackle. Nein! Du Penner! Na super, kein Aufwecker. Oh, jetzt blockierst du auch noch. Blubber! Und jetzt erhöhst du deine Verteidigung wieder. Super. Deckel. Ich bin frustriert. Und jetzt kommt ein Pipi. Okay, gleich Taktik wieder wie bei Pummeluff. Penner, ich hasse dich. Autsch. Autsch! Autsch! Ja, gleich fünfmal! Haben wir ein Pech. Meine Fresse! Oh Gott! Ja, genau! Mach weiter so. Jetzt kommt gleich wieder Gesang. Mir scheißegal, ob Schlock drauf geht. Wir können ins Pokécenter. Was? Wir haben doch Rutenschlag eingesetzt. Dann müsste es doch mehr abgezogen haben, oder? Naja, egal. Dann machen wir eben die Killer-Taktik. Zack, zack. Ja, komm, mach ruhig. Mir ist es wurscht. Du kriegst trotzdem Schaden. Egal, was abgeht. Nehehe. Jetzt noch Egelsamen. Zack.
Und fünfmal wieder getroffen, oder? Viermal. Ja, okay. Gib mir meine KP wieder! Danke, Nieb! Nerv mich nicht! Naja, egal. Du gehst eh down. In der nächsten Runde bist du tot. Fail. Dieser Knost schläft. Dieser Knost ist aufgewacht. Nein, nicht schon wieder. Jetzt können wir aber echt in den Felstunnel. Willkommen im Pokémon-Center. Wir haben deine Pokémon, machen sie wieder verteilen. Danke, deine Pokémon sind wieder fit. Komm jederzeit wieder vorbei. Ich habe für ein nutzloses Nugget $5000 bekommen. Ui, ich auch. Ich habe gehört, dass in Lavandia böse Geister spuken. Ihr Element macht manche Pokémon anderen gegenüber stärker bzw. schwächer. Felstunnel. Der Ort des Grauens. Moment, Moment, Moment. Erst einmal. Ja, okay, passt eigentlich. Gut, dann mache ich jetzt eine kleine Aufnahmepause und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Dann. Und hier bin ich wieder. Jetzt gehen wir in mein Hassort, den Ort, den ich überall in diesem Spiel hasse. Der Felstunnel, wie ihr sehen könnt, ist hier alles dunkel. Jetzt setzen wir Blitz ein und es ist hell. So. Zubat! Aquaknarre. Das Blöde hier in dem Felstunnel ist, wenn man zurückgehen will, muss man einen Haufen, ja, muss man ein großes Stück latschen. Ein Kleinstein. Aquaknarre. Ganz einfach geregelt. Hey, wer bist du? Meine Pokémon wollen kämpfen, los geht's! Tragos, was? Aquaknarre! Oh, oh. Wie tragisch, dass Tragos so tot ist. Fleckmon, Psycho-Pokémon, aber ich riskiere es trotzdem mit Büsaknass. Natürlich kommt Konfusion, war ja zu erwarten. Aber egal. Game over. Das ist hier nicht so. Ein Zubatos. Aquaknarre. You took my my KP. You took his KP. You took his KP. Ja, der Kevin dreht durch, ich weiß. Man kriegt schon Level 24 und seine Blitzattacke.
Tackle! Gut, die erste Ebene hätten wir. Aber es war noch gar nichts. Naja, holen wir uns erstmal die EP von Kleinstein. Die bieten hier sich so an. Falls die AP für Arkrechner ausgehen, wir haben immer noch ein paar Äther dabei. Zu Hause zeige ich nicht gerne Pokémon. Ja, wieder ein Flag-Modden. Das Level ist mir jetzt zu hoch ein bisschen, deswegen lasse ich Pikachu jetzt ein bisschen arbeiten. Autsch! Wie der Headbutt! Autsch! Headbutt! Einmal riskier ich's noch, so. Survive! Das ist Pikachu. Pikachu ist scheiße. Wieso Knosp? Level 24. Jetzt lernt Shillock bis ganz wie ich es gesagt habe. Weg mit roten Schlag. Jetzt haben wir zwar keinen Pikachu mehr, aber ist egal. Pikachu brauchen wir hier eh nicht. Ich komme nicht auf sie her, aber ich will kämpfen. Ein Mirapla. Ein Pflanzen-Pokémon in der Höhle. Na los, Glutexo. Oh Mann. Falls es so sein sollte und wir wieder raus müssen, wir haben noch Fluchtseile dabei. Damit können wir aus dem Felstunnel raus. Ein mieser Samen. Ist das süß. Ah! Ah! Da 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 Kratzer. Oh, ich hab verloren. Möchtest du etwas über Spaßvögel erfahren? Nein. Ich glaube, wir müssen sogar aus der Höhle mal raus. Weil am Schluss warten schon noch jede Menge Trainer vor uns. Unser Shillock ist stark. Viel stärker als vor zwei Parts. Oder ein Part. Ich weiß nicht genau, wie es mit den Parts geregelt ist, aber eine Stunde nehmen wir schon auf. Und vor einer Stunde habe ich ungefähr meinen Shigi trainiert. Soweit, so gut. Ein wildes Pokémon. Ein paar EP für uns. Na komm, Blubber wird's auch schaffen. Oder? What the hell? Meine Fahrradlampe ist runtergefallen, die war so an meinem PC dran. Okay. Ah. Und noch zwei Wanderer.
Falls wir in Schwierigkeiten geraten, verwende ich den Fluchtseil. Aber es warten schon noch einige Tränen. Ich glaube, ich wiederhole mich sogar. Aber wir müssen da jetzt aus diesem Tunnel durch. Zeig mir, was du drauf hast. Wie muss man ja am PC, dann hört er auch den Ton. Also der Ton ist nicht von dem Aufnahmeprogramm, der ist von meinem Mikrofon, der Ton, den ihr da hört. Das Blöde ist, der Lautsprecher, der ist bei mir, auf dem also ein bisschen höher liegend. Also ja, er ist bei mir im Schrank drin, sagen wir es so. Und der Schrank, der ist ziemlich groß bei mir. Ich habe jetzt so einen Schreibtischschrank da über meinem Schreibtisch. Und da sind auch die Boxen drin. Und das ist ja, deswegen hört den Sound nicht so laut, aber ihr hört ihn eigentlich schon. Okay. Unser Schillock ist jetzt gut. Jetzt haben wir einen Wasserburner. Also einen Wasserkiller, meine ich. Einen guten. Es ist sogar genauso stark wie unser Pikachu, das gerade down ist. Müssen wir noch trainieren, das Pikachu, aber das können wir ja. In Lavandia südlich gibt es eine Wasserroute, eine Wasserroute, da gibt es viele Angler und so. Und da können wir uns der Pikachu wieder ausgleichen mit dem Level her. Also ist nicht tragisch. Aber hier ist es auch sehr schwer, Pikachu zu trainieren, weil hier gibt es lauter Gesteins-Pokémon und. Ah, hier Konfuzstrahl sieht aber cool aus. Bis. Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Jetzt Bissattacke. Mein Pokémon wird dich das Fürchten lehren. Wandere. Ei, wieder kräftig EP für unsere Schillock. Kein Gegner. Ich gebe auf, du bist besser. Ich weiß. Dieser Tunnel ist verdammt lang. Ja, das ist er. Das ist er wirklich. Jetzt sind wir gerade halb fertig mit dem Tunnel. Ach, Blubber hätte es auch getan. Egal. 26. Oi, mach Hallo. Okay, jetzt wechsle ich. Und hol dieser Knosp raus, weil Kampfattacken wirken gegen Pflanzenattacken nichts. Angenieb. Unsere AP gehen auch langsam aus, also langsam werde ich schon ins Pokécenter gehen müssen. Oder ich habe noch eine zweite Wahl, wir machen auf Risiko und spielen einfach weiter. Also leveln tun wir recht gut. Okay, lassen wir dieser Knosp draußen. Pflanzen-Pokémon zu trainieren ist schwieriger als Wasser. Weil Pflanzen-Pokémon mehr Schwächen haben. Besonders dieser Knosp. Dieser Knosp ist schwach gegen Psycho-Attacken, gegen Boden-Attacken, glaube ich noch. Gegen Feuer, Flug, Eis. Und ja, sonst nix. Also schon jede Menge Schwächen. Und Schillock hat nur Elektro, Pflanze als Schwäche. Also ich glaube, ich wechsle langsam die Positionen und lass mal dieser Flor an dieser Stelle. Habe ich dieser Flor gesagt? Nee, dieser Knosp. Noch haben wir kein Misaflor. Könnte es sein, dass ich mich verlaufen habe? Wanderer möchte kämpfen.
Und er hält uns so seinen Onyx auf dem Hals. Danke, Nieb. Warum sind eigentlich Pflanzen gegen Gestein sehr effektiv? Also natürlicherweise meine ich. Ja. Vielleicht weil Pflanzen Steine durchwuchern oder so. Und dass das dann. Ach, keine Ahnung. Ich bin kein. Kein Gärtner, oder? Ich kann es mir auch nicht erklären, warum Pflanzen gegen Gestein sehr effektiv sind also Pokémon-mäßig meine ich. Ort besiegt Wanderer. Sachte, wo bin ich? Wo geht's hier nach draußen? Ein Klönstein, wieder ein paar EP. Aber dieser Knospe hat keine AP mehr. Deswegen fliehe ich erst einmal und gebe dieser Knospe in Äther. So. Ein Möchtegern wie du sollte etwas mehr Respekt zeigen. EP, EP, EP. One-Hit-Kill. Die Weiterentwicklung von Kleinstein, Georock. So, tschüss. Ich gebe auf. Hey, wir sind schon fast draußen. Hey, mach hallo. Tackle. Normal effektiv. Müsste nicht sehr effektiv sein. Naja, okay, vielleicht sind in der ersten Generation Kampfattacken gegen Pflanzen nicht sehr normal effektiv. Oder vielleicht ist Karate-Schlag keine Kampfattacke in dieser Generation. Könnte natürlich auch sein, dass es so eine Attacke wie Mega-Ebe ist. Ah, kurz bevor der Trainerkampf beginnt, kommt ein Zubat und attackiert uns. Ich verpiss mich. So. Wanderer nehmen Zweige, um ihren Weg zu markieren. Pfadfinderin möchte kämpfen. Ach nee. Nicht wieder einschläfern, bitte. Hab Erbarmen. Nein! Nein! Ja, na gut, nur Tackle, okay. Ich brauche EP, KP. So, noch vergiften. So, jetzt mal gegen Gesang gewidmet. Gewidmet? Nee. Vorbereitet. Oh Mann, meine Aussprache ist echt blöd. Ah ja, Tackle ist blockiert, okay. Ich wollte eigentlich AP spannen und mit Tackle angreifen, aber... Was, so viel? Levelvorteil nehme ich an. Da, Rankenhieb. Taubsen, machen wir kurz Pause, bis gleich. Hier bin ich wieder. Unser paralysiertes Glutexo kämpft gegen ein Taubsi. Haben wir ein Ding? Nein, haben wir natürlich nicht. Okay, er setzt aus, wir setzen auch aus. Er greift an, wir setzen aus. Er setzt aus, wir setzen auch aus. Er senkt Genauigkeit, wir treffen nicht, okay? Er greift an. Wir treffen. Er
Er setzt aus. Wir setzen aus. Er greift an. Wir setzen aus. Er greift an. Wir setzen aus. Er setzt aus. Wir greifen an. Okay. Okay, ich habe jetzt keine Lust mehr mit Glutexo zu kämpfen. Das ist jetzt einfach eine Quälerei. Und jetzt nach diesem Kampf werde ich das Fluchtseil verwenden und wir gehen zurück ins Pokécenter. So, Rankenhieb. Level 28. Ich habe mein Bestes gegeben. Gut, Fluchtseil. Bring uns hier weg. Uiuiui. Ui, ui. Danke, dein Pokémon sind wieder fit. Komm hier, das seid ihr vorbei. Und jetzt mache ich mein Safe State. Einmal. Oh, wir haben seit 20 Minuten nicht mehr gespeichert. Und es ist wieder dunkel. Blitz. Und jetzt setzte mir einen Schutz ein. Jetzt fallen uns keine Pokémon mehr an, solange der Schutz aktiv ist. Aber wenn wir Schutte laufen, dann verbraucht der Schutz und irgendwann hört er dann auf, uns zu schützen. So. Und der Schutz wirkt nicht mehr. Aber wir haben ja noch einen zweiten. Ach, ist das schön. Durch den Felstunnel laufen mit Schutz. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Hallöchen. Kannst du mich besiegen? Ja, mit deinen zwei Kleinsteins und deinem Georock komme ich schon klar. Aber die können Finale, aufpassen! Deswegen schnell killen, bevor sie euch killen. Oder bevor sie sich selbst killen. Noch ein Wichser. Und noch ein Wichser, die Entwicklung. Hol ich mal Schillock raus. Aquaknarre. Hoch besiegt Wanderer. Ups, das war zu viel des Guten. Und ein Pokémaniac. Du besitzt ein Pokédex? Cool. Ich möchte auch einen haben. Dann geht's zu Professor Euch. Der kann das arrangieren. Flickmon.